Welttoilettentag, 19. November 2012. Als Welttoilettentag wurde der 19. November erstmals 2001 von der Welttoilettenorganisation ausgerufen. Von den Vereinten Nationen wird der Vorschlag, den 19. November zum regelmäßigen Jahrestag zu machen, mitgetragen. Hintergrund ist das Fehlen ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen für mehr als 40% der Weltbevölkerung und dadurch bedingt verschmutztes Wasser, sowie wasserbürtige Krankheiten, was gesundheitliche und sozioökonomische Folgen nach sich zieht. Info Quelle Wikipedia. Welttoilettentag, 19. November 2012. Als Welttoilettentag wurde der 19. November erstmals 2001 von der Welttoilettenorganisation ausgerufen. Von den Vereinten Nationen wird der Vorschlag, den 19. November zum regelmäßigen Jahrestag zu machen, mitgetragen. Hintergrund ist das Fehlen ausreichend hygienischer Sanitäreinrichtungen für mehr als 40% der Weltbevölkerung und dadurch bedingt verschmutztes Wasser, sowie wasserbürtige Krankheiten, was gesundheitliche und sozioökonomische Folgen nach sich zieht. Info Quelle Wikipedia. Drauf.